Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam den Basler Beauty Adventskalender auszupacken. Der hat 24 Türchen, kostet 59,99 €. Ja, und ist jetzt hier. Sieht wunderschön aus. Ich bin super gespannt, was da drin ist. Auf der Website konnte man schon so ein bisschen was sehen, was drin ist. Und ich glaube, dass der sehr gut sein wird. Also ich bin gespannt. Falls ihr es aus seid, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt und nicht genug von Adventskalender-Videos bekommen könnt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ja, der Kalender kostet 59,99 €. Aufs Türchen gerechnet wären das 2,50 € pro Türchen, was ich ganz fair finde, wenn da coole Sachen drin sind. Also lasst uns mal reingucken, was da drin ist, ob der sich lohnt. Ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin, wie immer. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr den Kalender findet. Ich hoffe, dass ihr euch ein gutes Bild darüber machen könnt und ich würde sagen, wir starten mit Türchen Nummer 1. Was mir persönlich an dem Kalender gut gefällt, bevor ich anfange, ist das Design. Das gefällt mir sehr gut und dass man den wiederverwenden kann. Ne? Da ist nicht so groß Werbung drauf. Hier unten ist eine kleine Werbung drauf und hier auf der 24, aber das war's. Ansonsten ist der sehr schön und auch sehr stabil. So, Türchen Nummer 1. Ich lasse den hier drauf stehen, beziehungsweise ich überlege, ob ich den hier unten hinlege und die Sachen wieder da drauf. Ich glaube, ich stelle den unten hin. Also das sind super stabile Türchen und der ist sogar von innen bedruckt. Also der Kalender ist an sich sehr hochwertig, finde ich. So, Türchen Nummer 1. Ich bin richtig, richtig neugierig und ich denke, ihr seid es auch. In der Nummer 1 ist was von Kera Silk drin und zwar ein Volumizing Shampoo. Das ist ja cool. Und zwar in 75 Milliliter sogar. Also das interessiert mich auch. Kera Silk ist eine Marke, die mich eh interessiert. Und das riecht göttlich. Das riecht ganz fruchtig und lecker. Also auf jeden Fall eine schöne Nummer 1, würde ich sagen. Was der Kalender für einen Wert hat, kann ich euch nicht sagen. Ich habe nichts gefunden. Wenn ich noch was finde, schreibe ich euch das auf jeden Fall rein. Ich glaube aber, dass hier der Wert auf jeden Fall sehr gut sein wird. Ich finde allerdings, man bekommt die Türchen dadurch, dass er so hochglanzbeschichtet ist, ein bisschen schlechter raus. Aber das ist nicht so schlimm. So, Türchen Nummer 2. Das ist wie so ein Fotodruck hier drauf. In der 2 ist auch was mega Tolles drin. Und zwar von Dermalogica einmal das Daily Mikrofoliar. Das ist ein auf Hafer basierendes Peeling fürs Gesicht. Das ist wirklich richtig gut. Ich habe das gerade auch im Bad in der Mini-Größe. 4 Gramm, also zum Testen richtig gut. Schon direkt 2 richtig krachermäßige Marken. Ich glaube, dieser Kalender wird echt gut sein. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl und das, was ich gesehen habe, sah auch sehr gut aus. Boah, Türchen Nummer 3 hat 2 Produkte drin, Leute. Das ist aber auch toll. Wir haben hier von L'Occitane was drin und zwar eine Handcreme und eine Fußcreme. Das ist ja der Hammer. Ich hole euch mal ein Stückchen näher. So seht ihr mich ein bisschen näher und auch die Produkte, ne? Ich habe gedacht, ich bin so weit weg. Auf jeden Fall eine Handcreme, eine Fußcreme, 10 Milliliter je für trockene Haut je mit Karité, Shea Butter, 15% und 20%. Richtig geiles Türchen. Jede andere Marke hätte vielleicht nur 1 reingepackt. Also das muss man wirklich sagen. Gleich 2 Produkte in ein Türchen, das feiere ich ja eh immer total. So, Türchen Nummer 4 ist richtig, richtig schwer. In der 4 haben wir von Basler Premium am Beauty Hair Oil drin. Das ist ja toll. Guckt mal, das ist ein Öl, aber so ein Serumöl ist das, glaube ich. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es so ein ganz glattes Serumöl. Vegan, parabenfrei, alkoholfrei, glutenfrei und paraffinfrei. Das hört sich ja richtig gut an. Also ein Originalprodukt von Basler in 50 Milliliter. Das ist richtig gut. So, Türchen Nummer 5. In der Nummer 5, Leute, haben wir eine Parfümminiatur drin. Das ist zwar eine, das ist die Versace Bright Crystal, die wir schon öfters irgendwo drin hatten, 5 Milliliter. Aber egal, es ist eine Parfümminiatur und ich finde das einfach süß, dass hier eine drin ist. Und vielleicht hat die jemand noch nicht. Ich habe die schon 2-3 Mal und habe sie dann halt immer weitergegeben. Es ist super, super süß, ne? Und ein total süßer Flakon. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Finde ich richtig gut, dass hier eine Miniatur drin ist. So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus, Leute. Und ich weiß nicht, ob sie hier was Besonderes reingepackt haben. Wir hoffen es. Und hier ist was drin. Oh, hier ist was Schönes drin. Das ist ja schön. Hier ist tatsächlich noch ein Parfum drin.
Und zwar das John Paul Gaultier Skandal. Das ist als Spray hier drin und zwar 10 Milliliter, Leute. Das finde ich richtig krass. Das finde ich richtig, richtig krass. Das ist ein ganz toller Duft. Den habe ich noch nicht, aber ich hatte den als Probe und der riecht richtig, richtig gut. Boah, also da freue ich mich total drüber. Gleich 2 Miniaturen hintereinander, das ist schon gut. Ich sag euch ja, mein Gefühl täuscht mich, glaube ich nicht. So, Türchen Nummer 7. Bin schon ganz gespannt, was ihr dazu sagt. So, Türchen Nummer 7. Nummer 7 hat, glaube ich, so ein Cremeprodukt oder so drin. Ein Styling Gel for Hold and Shine. Okay, 60 Milliliter ein Styling Gel von der Marke Innersense. I Create Hold. Also das ist ein Gel, aber das ist eine große Größe, ne? Also das ist nett wenig. Aber mir sagt die Marke gar nichts. Ist aber bestimmt auch irgendwas Hochpreisiges. Sieht zumindest, macht das so den Eindruck auf jeden Fall. So, Türchen Nummer 8. In der Nummer 8 haben wir, krass, 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 in der 8 ist was von Molten Brown drin. Und zwar nicht eine kleine Größe, sondern eine große Größe, beziehungsweise mittlere Größe. Das ist einmal das Heavenly Ginger Lily und zwar die, also Bade- und Duschschaum ist das, mit 100 Millilitern. Und das ist nicht günstig, ich sag's euch, Leute. Ich liebe diesen Duft. Ich finde diese Molten Brown Düfte so gut. Und das ist wirklich ein richtig tolles, luxuriöses Produkt. Also Basler ist bei mir jetzt ganz vorne mit dabei. Ich finde den richtig, richtig gut bisher. Heute Morgen hatte ich euch ja den Plissim Box Adventskalender gezeigt. Der hat mich ehrlich gesagt enttäuscht dieses Jahr. So, Türchen Nummer 9. Und wenn ich dann den hier jetzt im Gegenzug sehe, ist das natürlich ein krasser Unterschied, ne? So, Türchen Nummer 9 ist was von Alcina drin, Eye and Lip Cream. Alcina ist eine schöne Marke, ich hatte eine Foundation von da oder habe eine Foundation von da, die ich wirklich gut finde. Und die sieht ein bisschen aus wie Charlotte Tilbury, oder? Also die sieht auf jeden Fall gut aus, eine Augen- und eine Lippencreme, 15 Milliliter. Ist, glaube ich, auch ein Originalprodukt. Ich glaube nicht, dass das eine Probe ist. Das sieht nicht so aus und hier steht auch nichts von Probe oder so drauf. Also von daher auch ein Tipptopp-Türchen. Überlegt, 2,50 Euro pro Tür, ne? Von daher ist das auch, also was Preis-Leistung jetzt hier angeht, echt gut bisher. Die Nummer 10 hat was drin von der Marke, ja, wie heißt Kevin Murphy? Hydrate Me Wash steht hier einmal drauf. Was ist das? Ein Blum Enriched Moisture Shampoo. Das ist ein 40 Milliliter Shampoo, wie man das hier rauskriegt. Also das hat oben so eine riesen Öffnung und das riecht gut. Das hat einen sehr, sehr schönen Duft und mir gefällt diese Flasche und die Farbe. Also das gefällt mir richtig gut und Kevin Murphy ist nicht günstig, von daher auch ein Tipptopp-Türchen. Also der einzige Nachteil ist hier wirklich, dass die Türchen so schwer rausgehen. Türchen Nummer 11, man hat echt Mühe damit, aber das ist nicht so schlimm. Hier ist was von Coris drin und zwar Santorini Crepe, ein Body Cleanser. Also das ist eine Dusche von Coris. 40 Milliliter Hydrate and Renew, rieche ich doch direkt mal dran. Und das riecht fantastisch, das riecht nach Zitrone oder so, nee, nach... Also es riecht irgendwie so zitronig, süß-zitronig. Es riecht sehr gut. Also für mich auf jeden Fall ein sehr angenehmer Duft und da freue ich mich total drüber. Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den Kalender auch so gut findet wie ich. Also ich glaube, wer den nicht gut findet, der... Es geht direkt weiter mit was Krassem, ne? Türchen Nummer 12 hat einfach mal von Monsieur Francis Courdijan, ich glaube, das spricht man so aus, ein Parfum drin. Eau de Parfum 724 und die sind ja richtig, richtig teuer, diese Parfums. Da ist dieses Baccarat Rouge, ist glaube ich, daher, ne? Meine ich, bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier einen Duft davon drin. Es sind zwar, glaube ich, nur 5 Milliliter, aber doch 5 Milliliter, aber die Düfte sind wirklich super, super teuer. Wie dieser Duft hier ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kenne den nicht, aber ich rieche mal dran. Okay, der ist so ein bisschen frischer, aquatischer, so ein, frisch, ein bisschen frisch edel, würde ich sagen, im ersten Moment. Aber kann sein, das verfliegt noch. Auf jeden Fall riecht der sehr angenehm und... ja, ist was Besonderes, definitiv. Also das ist ein toller Duft. Der hat es in mein Herz geschafft, der Kalender. So, Türchen Nummer 13. 13 hat was drin, was ich nicht mag, aber man kann ja nicht alles mögen. Jill Sander Sun, einmal die Dusche. Das sind 30 Milliliter. Also ich weiß, viele von euch fahren da voll drauf ab. Ich mag den Duft nicht, aber es ist trotzdem ein gutes Türchen, gell? Wir machen weiter mit Türchen Nummer 14.
Und in der 14 haben wir was von Schwarzkopf drin. Und zwar Bonacure Moisture Kick Spray Conditioner. Das ist ein Conditioner für normales bis trockenes Haar. Clean Performance steht hier drauf. Und ja, ein Conditioner zum Reinsprühen. Ist auch schön. Von Schwarzkopf kann man da mal testen. 50 Milliliter. Hier sind vor allen Dingen auch wieder Produkte drin, die ich auch noch nicht... Also neue Produkte. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht einfach so das, was in allen Kalendern drin ist, sondern hier ist was Abwechslungsreiches drin. Der ist sehr, sehr spannend. Hätte ich diesen Kalender im Dezember, würde ich mich jeden Tag sehr freuen, sage ich euch ganz ehrlich. So, Türchen Nummer 15 ist einmal was von Sensai. Und zwar haben wir hier die Intensiv Extra Cream drin. Die hatten wir so auch noch nicht drin. Wir hatten nur die normale, glaube ich, drin. Und das hier ist auch eine Probe, ne? Also von Sensai, aber das ist sehr teuer. 4,6 Milliliter. Ja, so eine kleine extra Intensivcreme. Ich denke, für trockene Haut ist die dann auf jeden Fall gut. Aber auch ein gutes Türchen. Also Sensai, ich habe ja eben noch gesagt, das ist jetzt halt in vielen Adventskalendern drin gewesen, ne? Aber ja, ist okay. So, Türchen Nummer 16. Übrigens hat Basler, glaube ich, dieses Jahr 50 Jahre. Das steht überall Werbung, auch auf der Homepage und hier auch. Hier haben wir ein Sebastian Dark Oil drin, ein Haaröl, 30 Milliliter. Das werde ich auf jeden Fall mal benutzen. Das soll richtig, richtig gut sein, ein Haaröl. Und die duften auch, glaube ich, immer gut, die Produkte. Das riecht unglaublich gut, ne? So ein bisschen vanillig, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein 30 Milliliter Haaröl von Sebastian Dark. Auch ein super Türchen. Ich traue es mich ja gar nicht mehr zu sagen, dass der Kalender so super ist. Ne? War nicht, dass ihr genervt seid, aber ich finde den wirklich klasse. Türchen Nummer 17. Den würde ich sofort nochmal bestellen und den verschenken. Also besser kann man keinen Kalender befüllen irgendwie. In der 17 haben wir von Lancôme einmal die Hypnose Mascara drin. Das lasse ich mal zu, weil ich will nicht, dass die austrocknet. Die will ich weitergeben. Ich hatte die schon. Das ist die Lancôme Hypnose in 2 Milliliter. Türchen Nummer 18 sieht einmal so aus. In der 18 haben wir drin von Bavor was HSR Lifting und zwar eine Anti-Wrinkle Cream. 15 Milliliter sind hier drin. Ja, das ist eine Creme von Bavor. Bavor ist teuer, also ich denke, da werden sich viele drüber freuen. Wie gesagt, das ist eine Lifting-Creme und habe die noch nicht probiert. Aber die ist bestimmt gut. Es geht langsam dem Ende zu. Diesen Kalender, den würde ich noch stundenlang gern auspacken, weil der so schön ist. Vor allen Dingen für 60 Euro. Das darf man nicht vergessen. So, Türchen Nummer 19. In der 19 haben wir was von... Ein Elixier drin von System Professional. Ein Lux Oil. Also das ist auch ein Haaröl. Ne? Also eigentlich dasselbe wie das Sebastian Dark. Ist auch ungefähr so die gleiche Größe. Beides 30 Milliliter, also zwei Haaröle. Aber gut, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich denke, weiß ich nicht. Wir haben noch ein Öl. Drei Haaröle haben wir drin. Das ist ein bisschen negativ, ne? Drei Haaröle braucht keiner. Also ich brauche immer ewig, um Haaröl aufzubrauchen. Aber ich denke, da kann man vielleicht auch eins weitergeben oder so. Kann man drüber hinwegsehen. Das ist eine Riesentür und wir gucken mal, was drin ist. Hier haben wir ein größeres Produkt und zwar von Wella ein Produkt. Das ist das Ultimate Repair, ein Deep Conditioner. Tiefenwirksamer Conditioner mit AHA und Omega 9. Step 2 steht hier drauf. Sind aber 75 Milliliter, also ich denke, das ist so eine Luxustestgröße. Die 21 kommt einmal so. Und hier haben wir einen Nagellack drin. Und zwar von Malu Wills. Ist das ein Nagellack? Ich will gerade mal gucken. Ein Nagelhärter. Ein Nagelhärter von der Marke Malu Wills. Malu Wills ist auch richtig teuer und ist auch eine Luxusmarke. Und von daher, also ist ein ja, schönes Produkt, kann jeder gebrauchen. Vor allen Dingen, es ist ohne Farbe. Und ich denke, das ja, ist bei jedem willkommen. Gute Mischung bis jetzt, wirklich. Bis auf die vielen Haaröle. 22 sieht einmal so aus. Und hier haben wir drin... Oh, was haben wir denn hier? Von Oribe ein Trocken Texture Spray. Das ist ja interessant. Also hier ist so ein Texturspray drin von Oribe. Ich kenne die Marke nicht, aber es klingt interessant. Es sind 37 Milliliter. Ja, schön, um das mal auszuprobieren. Es ist irgendeine Texturspray. Schütteln, sofort aufsprühen, wo mehr Volumen erwünscht ist. Haar bis zum gewünschten Finish und Halt stylen. Genau. Eine brillante Alternative zum Trockenshampoo. Also sehr interessant für mich zumindest. Prima, prima. So, jetzt kommt die 23.
Countdown, letzten beiden Türchen. 23 ist ein bisschen schwerer und hier haben wir drin von Authentic Beauty Concept ein Shampoo, ein Glänzer, Hydrate Glänzer for Dry Hair. Und ich glaube, das war letztes Jahr im Hagelshop Adventskalender und ich habe es immer noch nicht benutzt. Es riecht sehr, sehr gut. Es riecht richtig fruchtig und lecker, dieses Shampoo. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut ist, weil ich glaube, das ist auch eine ganz gute, bekannte Marke, die ich nur nicht kenne, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist bekannt, ne? Ist viel für die Haare halt drin, ne? Aber das ist ja bei Basler dann ja, bekannt, dass man da Haarprodukte drin hat. Jetzt kommen wir zu 24. Es ist in der Mitte das größte Türchen und auch ein sehr schweres Türchen. Ich bin so neugierig, was sie hier reingepackt haben. Lasst uns mal reingucken. Hier ist auf jeden Fall ein großes Produkt drin und wir haben ein Bioline Skin Gel hier drin. Bioline ist richtig teuer, ist richtig, richtig teuer. Das ist, da gab es mal von Bioline dieses Eye Gel. Das hat bei mir gar nichts gebracht. Das war ja auch so gehypt in den Kalendern irgendwann mal vor 2 Jahren, glaube ich, drin. Und das hat bei mir nichts gebracht. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass dieses Skin Gel auch nicht viel bringen wird. Aber ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Zum Abschluss der Pflege können Sie Ihre gewohnte Pflegeprodukte, also das ist sowas wie ein Zwischenschritt zwischen Serum und zwischen der Creme. Also ich glaube, das enthält hochkonzentrierte Anti-Aging-Rezeptur aus Extrakten der Paracresse, Hyaluron, Imperata, Clintrichia und Baobabfrucht. Die kraftvollen Wirkstoffe versorgen die Zellen nachhaltig mit Feuchtigkeit, unterstützen die natürliche Schutzfunktion der Haut. Skin Gel ermöglicht eine sofortige Faltenreduzierung von bis zu 18% nach 15 Minuten. Okay, 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 das ist krass. Also ich glaube, ich versuche euch mal den Gesamtwert bzw. den Wert auch von dieser 24 einzublenden. Ich glaube, allein das ist schon der Kalenderwert, weil, also das ist schon krass, ne? Ich glaube es zumindest, ich weiß es aber nicht. Ihr Lieben, das war der Basler Beauty Adventskalender 2023. Was sagt ihr zum Inhalt? Also ich habe mir die Sachen nochmal angeguckt. Wie gesagt, 2,50 Euro pro Türchen. Es sind nur hochwertige, hochpreisige Marken da drin. Ich finde das ein bisschen blöd, dass 3 Haaröle drin sind, sage ich euch ganz ehrlich. Da hätte man noch 2 andere Sachen reinpacken können. Das ist das Einzige, was negativ ist an dem Kalender. Ansonsten super schöne Produkte. Wir haben wirklich hochpreisige, tolle Haarpflege, Haarstyling-Produkte hier drin. Wir haben Parfüm-Miniaturen drin, die richtig gut sind. Also ich freue mich total. Ich finde den Kalender spitze. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten jetzt geworden. Es gibt viele Favoriten von mir, aber das ist einer meiner Favoriten geworden mit dem Douglas und den Lyko Adventskalendern, die wirklich, wirklich richtig gut sind. Die koreanischen sind auch sehr gut. Ihr fragt mich auch die ganze Zeit nach meinen Lieblingen. Ich kann das noch nicht genau sagen. Also ich bin ja selbst noch am gucken, welche richtig gut sind. Aber der Basler Beauty Adventskalender ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten, den empfehle ich euch wirklich weiter. Der kostet 60 Euro. Ihr habt ein tolles Design, einen tollen wiederverwendbaren Kalender und einen mega geilen Inhalt. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall happy und freue mich, dass der Kalender so schön war. Ich lasse euch den Link unten in der Infobox drin und sage bis nachher, bis zum nächsten Video. Tschüssi! Baby, this year it's just gonna be you and me. Hey, by the